Herzlich willkommen bei 39 Grad. Das ist heute die letzte Sendung in diesem Semester. Es ist Sommer und wenn nicht gerade der typisch deutsche Regenschauer droht, dann kann es schon mal ziemlich heiß werden. Was der Körper da braucht, ist Feuchtigkeit. Egal ob fürs Duschen oder für Spiel, Sport und Spaß. Das kühle Nass ist wichtig und deswegen ist Wasser das Thema unserer heutigen Sendung. Und apropos Spiel und Spaß. In diesem Sommer kommen auch wir nicht an einem Thema vorbei, der Fußball-WM. Aus diesem Grund haben wir uns zum Public Viewing in die Strandbar verzogen. Und ehrlich gesagt, im Studio war es uns auch etwas zu heiß. Ich persönlich glaube ja noch an den Titel, aber was macht man an spielfreien Tagen? Unser Reporter Paul hat sich mal nach einer Alternative umgeschaut. Sportarten für den Sommer gibt es ja viele. Zum Beispiel Schwimmen, passend zur WM, Fußball spielen, Fahrradfahren oder Wakeboarden. Das ist im Prinzip wie Skateboarden, nur mit Wasser. Sehr witzig. Und genau das probiere ich heute aus. Und zwar auf Cable Island am Neustädter See in Magdeburg. Abgesehen von den Plattenbauten ist es hier fast wie in der Karibik. Weißer Sandstrand, klares Wasser, nur mit Straßenbahnanschluss. Für 18 Euro gibt es 2 Stunden auf dem Wasser mit Ausrüstung. So, gleich geht's los. André, aber vorher muss ich natürlich wissen, wie muss ich mich denn überhaupt verhalten? Also ich stelle mich ja jetzt nicht bestimmt einfach nur so drauf und lass mich losziehen. Ja, das wäre schlecht. Am besten, du stellst dich erstmal auf das Board drauf. Füße in die Schlaufe. Und bist dann immer quasi auf deinen linken Fuß immer nach hinten gelehnt. Der Oberkörper zeigt nach vorne. Und die Haltung ist wichtig, weil damit du nicht mit deiner Spitze ins Wasser eintauchst und sozusagen den Abgang nach vorne machst. Und zum Starten setzt man sich dann hin und winkelt das ein bisschen nach vorne an. Weil dann gibt es einen Ruck nach vorne und dann stehst du eigentlich auch schon drauf. Durch das Seil kommt der Ruck und dann, ja, eigentlich gar nicht so schwer. Dann würde ich sagen, wir probieren es einfach mal aus. Aber bevor ich starte, gucke ich mir das Ganze lieber nochmal bei den Profis an. Lisa, die steht schon seit mehr als 4 Jahren auf dem Board und die hat's echt drauf, muss ich sagen. So, Paul, guck's dir an. So wird's gemacht, der Sprungstart. Der Sprungstart ist mir noch ein bisschen zu schwierig. Ich fange lieber erstmal im Sitzen an und selbst das wollte nicht so richtig klappen. Erster Versuch, Fehlanzeige. Zweiter, nö. Dritter, vierter, ging auch in die Hose. Fünfter, sechster, siebter, nein, war nichts. Aber beim achten, da habe ich es dann endlich geschafft. Bevor ich aber so wie die Profis durch die Gegend springe, brauche ich noch ein bisschen Übung. Aber auch bei Lisa und Co. klappt es nicht immer. Scheiße! So, Leute, eine Runde habe ich geschafft. Mehr war leider nicht drin. Es ist super anstrengend, auch wenn es eigentlich recht einfach aussieht. Probiert es aus hier in Magdeburg auf Cable Island. Es macht super viel Spaß und es ist ein super Zeitvertreib im Sommer. Das war's vom Sport. Jetzt zurück zu euch ins Studio. Ich gehe noch eine Runde schwimmen. Sport macht nicht nur Spaß und es schweißtreibend. Man bekommt auch richtig Durst. Aber was tut man in so einer Situation, wenn das Glas leer ist oder die Wasserflasche zu Hause vergessen wurde? Ja, na dann kaufe ich mir irgendwo in der Stadt eine neue Wasserflasche. Und wenn du gerade kein Geld dabei hast? Ja, na dann muss man sich halt was einfallen lassen. Aber irgendwo wird es schon was geben, oder? Und das war genau die Frage, die ich mir im Vorfeld der Sendung auch gestellt habe. Und deswegen habe ich Lydia mal in die Stadt geschickt, ihr natürlich vorher das Geld weggenommen. Und dann sollte sie für mich mal herausfinden, gibt es überhaupt in unserer schönen grünen Metropole Wasserquellen, aus denen man tatsächlich trinken kann. Wir haben ja Gott sei Dank noch was. In diesem Sinne erstmal Prost! Prost! Thank you.
jetzt mal ohne Mist. Ich hab Durst. Hat man jemand was zu trinken? Danke. Ist das alles? Mehr gibt's nicht. Jetzt muss ich sogar schon mein Wasser alleine suchen. Okay, Wasser zu finden ist hier nun wirklich nicht schwer. Aber was davon kann ich auch trinken? Wasser! Brunnen Nummer 1, der Fischbrunnen. Sieht dir noch gar nicht mal so verkehrt aus. Ja gut, trinken würde ich das jetzt trotzdem nicht. Weiter geht's! Zum Spiel mag es ja reichen, aber ob ich das auch trinken kann, gucke ich jetzt. Wohl eher nicht. Also jetzt kriege ich ja doch langsam ein bisschen Durst. Ah, eine Pumpe. Tonassi? Pump mal. Hey, Wasser! Schon wieder nichts. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Das ist immer noch Otto und ich bin immer noch durstig. Aber kommt mal ran. Aber trinken würde ich das nicht. Ein langer Tag und eine lange Suche gehen zu Ende. Leider hatten wir auch hier am Ulrichsplatz wenig Erfolg. Deswegen werde ich jetzt wohl doch notgedrungenerweise meine letzten Kröten zusammensuchen. Also sobald ich welche finde und mir ein eiskaltes Wasser gönnen. Ich gebe zurück ins Studio. Lydia wollte also nicht aus jedem Brunnen trinken, obwohl bei so manchem sah das Wasser gar nicht so schlecht aus. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für alle, die wirklich vom Verdursten sind. Auf jeder öffentlichen Toilette gibt es ja schließlich umsonst Leitungswasser. Ja, aber bei Leitungswasser bin ich mir auch immer nicht so ganz sicher, ob man das einfach so trinken kann. Deswegen hat mir vor ein paar Wochen diese Flasche hier gekauft. Die hat nämlich einen eingebauten Filter und der soll sämtliche noch vorhandene Schadstoffe herausfiltern. Ob das wirklich so viel Sinn macht, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Denn wir waren vergangene Woche im Wasserwerk Kolbitz. Dieses Wasserwerk ist für die Trinkwasserversorgung in Magdeburg zuständig. Und wir sind der Sache mal auf den Grund gegangen, wie denn die Qualität des Magdeburger Trinkwassers wirklich ist und ob man das ganz gefahrlos aus dem Hahn trinken kann. Die Handregler werden im Wasserwerk Kolbitz nur noch selten benutzt. Das Wasserwerk ist komplett automatisiert und wird von hier aus ferngesteuert. Die Leitungswarte kümmert sich um alle eintreffenden Meldungen, egal ob sie das Wasserwerk oder das Versorgungsgebiet betreffen. Ingolf Kriegel ist Chef des Wasserwerks und damit für die Qualität des Trinkwassers verantwortlich. Das Wasser in Kolbitz ist naturnah aufbereitet, hat eine sehr gute Qualität, ist erfrischend und also nur zu empfehlen zum Trinken. Der Weg vom Grund zum Trinkwasser ist lang. Aus dem Brunnen kommt das Wasser gleich in die B- und Entlüftungsanlage. Dort wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert. Kohlenstoff und Schwefel werden entzogen. Jetzt muss nur noch der Gehalt an Eisen und Mangan gesenkt werden. Über Zulaufleitungen geht es weiter in die Filteranlage. Dort wird das Wasser auf verschiedene Behälter verteilt. 4 Meter tief ist so ein Filter aus Beton, der hier nur zur Instandhaltung abgedeckt ist. Normalerweise befindet sich über den Keramikdüsen eine dicke Schicht aus Kies und Sand. Wenn dann das Wasser durch das Kiesbett sickert, verschwinden Eisen und Mangan. Mit diesen 2 Anlagen haben wir also die Trinkwasseraufbereitung in Kolbitz hinter uns schon gelassen. Das heißt dann, das Einwasser, was sich hier sammelt,
kommt dann ins Pumpwerk, das wäre dann die nächste Technologiestufe. Auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, von hier aus wird das Trinkwasser sogar bis nach Wittenberg verteilt. Schon 1930 begannen die ersten großflächigen Rohrverlegungen. Heute werden täglich 800.000 Haushalte vom Wasserwerk in Kolbitz versorgt. Das Trinkwasser geht von hier aus erstmal an die Stadtwerke und von da aus zu uns nach Hause. Ein Mensch verbraucht täglich ungefähr 120 Liter Wasser. Viele sind darauf bedacht, ihren Wasserverbrauch einzuschränken, auch wegen der Kosten. Ingolf Kriegel erklärt, warum das seiner Meinung nach wenig Sinn macht. Und ob wir jetzt sozusagen eine Halblastbetrieb machen, also 50.000 Kubikmeter, 60 oder 70.000, die Anlagen sind da, die Leute sind da, die Ressource ist da, also die Fixkosten sind hoch und wir sind also bestrebt, das Wasserwerk auch entsprechend auszulasten. Aber Wassersparen an sich bringt in unserer Region nichts. Das treibt eigentlich nur eine Spirale der Kosten nach oben. Das Wasserwerk Kolbitz hat noch ein ganz besonderes Highlight zu bieten, das Krokodil Theophila. Die 130 Kilogramm schwere Krokodame war ein Geschenk der ehemaligen Partnerstadt aus Mali. Seit 1976 hat sie ihr eigenes Terrarium in Kolbitz und ist zu einem echten Liebling von Mitarbeitern und Besuchern geworden. Es gibt regen Besuch, die ausschließlich das Krokodil sehen wollen. Man hat also nicht so oft ein Wasserwerk mit einem Krokodil. Also das ist schon eine kleine Sensation, ja. Auch wenn Theophila gefährlich ist, das Trinkwasser aus Kolbitz kann man ganz gefahrlos genießen. Jetzt wissen wir also, dass das Wasser aus Kolbitz nicht nur trinkbar, sondern super ist. Da kann ich meine Trinkflasche also beruhigt zu Hause lassen. Und für alle, die sich davon noch selbst überzeugen möchten, dass das Wasser einwandfrei ist oder die Krokodame Theophila gern in live erleben möchten, am 6. Juli ist Tag der offenen Tür im Wasserwerk Kolbitz. Und wenn wir schon über so gutes Trinkwasser verfügen, macht es natürlich auch Sinn, einen öffentlichen Trinkbrunnen aufzubauen. So einer wird in den nächsten Tagen eröffnet, und zwar bei uns auf dem Hochschulgelände. Um die Werbetrommel ein wenig zu rühren, haben Mitstudenten von uns einen kurzen Werbeclip gedreht. Trinkwasser. Und was trinkst du? Wir freuen uns jetzt hier live Frau Katja Keiler begrüßen zu dürfen. Sie ist Vertretungsprofessorin im Studiengang Gesundheitsförderung und Management und sie war mitverantwortlich für den Trailer. Hallo Frau Keiler. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Frau Keiler, wie kommt man auf so eine Idee, einen öffentlichen Brunnen zu bauen? Wir machen ja im Rahmen des Studiengangs Gesundheitsförderung und Management führen wir Projektstudien durch. Und da ich verantwortlich bin für den Bereich Umwelt und Gesundheit, hatte ich mich entschlossen, dass das Thema Trinkwasser ein interessantes Thema ist und habe zu dem Thema ein Projekt angeboten. Und wir haben dann am Anfang überlegt, was wollen wir realisieren. Und da haben wir zusammen mit den Studierenden, also die in meinem Projekt teilnehmen, entschlossen, dass wir zum einen einen Trinkbrunnen errichten wollen auf dem Hochschulgelände, sozusagen als verhältnispräventive Maßnahme. Und auf der anderen Seite haben wir noch entschlossen, einen Kino-Trailer in Zusammenarbeit mit den Studierenden von Kommunikation und Medien
zu realisieren. Die Idee ist ja recht schön, aber die kostet auch sicherlich Geld. Wie finanziert man eine quasi öffentliche Umsonst-Eingabe? Förderquelle, ja, das war ein schwieriges Thema. Also Trinkbrunnen gibt es erstmal in sehr unterschiedlicher Ausführung. Es gibt welche, die sind sehr einfach. Also das ist ein besseres Waschbecken. Also man braucht dazu nur einen Wasseranschluss und vielleicht auch einen Abfluss. Es gibt aber auch welche, und das ist auch die Variante, für die wir uns jetzt entschieden haben, das ist ein Brunnen, der gekühltes, stilles und gesprudeltes Wasser spendet. Der braucht einen Wasseranschluss, einen Wasserabfluss und Strom. Und die sind sehr teuer, also das kostet knapp 4.000 Euro. Und wir haben dazu verschiedene Sponsoren eingeworben. Zum einen gibt es ja die Möglichkeit, bei uns an der Hochschule einen Antrag zu stellen zur Förderung eines unterstützenswerten Projektes. Das sind Gelder, die von den Langzeitstudierenden kommen. Und da haben wir eine relativ große Summe, also ich kann es auch gerne nennen, 5.000 Euro eingeworben, die wir praktisch für die Realisierung des Brunnens, aber auch des Kinotrailers nutzen konnten. Das hat leider nicht ganz gereicht. Also wir haben da noch zusätzlich zwei weitere Sponsoren oder einen weiteren Sponsor gefunden. Das ist die TWM, also die Trinkwasserversorgung Magdeburg. Zu denen hatten wir ganz gute Kontakte. Wir haben dort auch eine Exkursion hingemacht, haben den Verantwortlichen für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit sehr gut kennengelernt und mit ihm kooperiert. Und von denen kam auch nochmal eine Summe, die in unser Projekt einfließen konnte. Und dann hat sich noch zufälligerweise über unsere Rektorin, Frau Professor Lecky, eine private Spenderin gefunden, Frau Morchert. Die ist ehemalige Ministerialbeamtin und war zuständig für den Bereich Fachhochschulen. Und die hat noch einen Beitrag gespendet, weil sie nochmal sich bei den Fachhochschulen, für die sie viele Jahre lang zuständig war, bedanken wollte. Ja, das sind ja nun ziemlich viele Sponsoren und ziemlich viele Verstrickungen. Aber was ist denn eigentlich die Grundidee dahinter? Also was möchten Sie eigentlich mit diesem Brunnen bewirken? Ja, die Grundidee ist zum einen, Leitungswasser in Deutschland ist von sehr guter Qualität, also gesundheitlich völlig unbedenklich. Ja, das haben wir erst auch schon in dem Beitrag gehört. Ja. Genau, ist auch teilweise sogar von besserer Qualität als Flaschenwasser, ja, Mineralwasser oder Tafelwasser. In Tafelwasser ist teilweise auch einfach Leitungswasser drin. Also insofern aus gesundheitlicher Sicht spricht überhaupt nichts dagegen. In Deutschland wohlgemerkt, es gibt natürlich andere Länder, wo das anders ist. Trinkwasser hat zum anderen den Vorteil, dass es sehr umweltschonend ist. Ja. Also es darf keine Material kosten, es muss nicht in Flaschen abgefüllt werden. Plastikflaschen sorgen zudem dafür, dass viel Plastikmüll entsteht. Glasflaschen haben lange Transportwege, müssen gereinigt werden. Ja, also unsere Hauptfaktoren waren eigentlich aus gesundheitlicher Sicht und aus ökologischer Sicht, bietet das Trinken von Leitungswasser einen sehr großen Vorteil. Und Leitungswasser trinken oder Wasser trinken an sich ist natürlich sehr gesund. Es ist viel gesünder als der Konsum von gesüßten Getränken, Alkohol, selbstverständlich Kaffee, Tee. Und es steht ja sehr kostengünstig zur Verfügung. Danke. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie heute da waren. Viel Glück mit dem Projekt und ich freue mich darauf, den ersten Schluck aus dem Brunnen nehmen zu können. Ja, da freue ich mich auch drauf. Die Erdoberfläche besteht zu 70% aus Wasser. Nicht jedes Wasser ist trinkbar, hat aber natürlich auch andere positive Eigenschaften. Zum Beispiel begünstigt es das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen. Um Leben nachzuweisen, suchen die Menschen überall nach Wasser, auch im Weltall. So war es eine Sensation, dass der Mars Rover Wasser nachweisen konnte. Welche Eigenschaften aber Wasser bei uns auf dem Planeten hat, wurde von unserer führenden Flüssigkeitsexpertin Dr. Agwa Hanamal untersucht. Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde. Das weiß jedes Kind. Doch warum ist Wasser eigentlich so wichtig für uns und woraus besteht Wasser genau? H2O, das steht für den molekularen Aufbau von Wasser. Zwei positiv geladene Wasserstoffatome, ein negativ geladenes Sauerstoffatom. Gegensätze ziehen sich an, so auch bei den Enden der verschiedenen Wassermoleküle. Den Zusammenhalt der Moleküle unter sich nennt man Kohäsion. Dies sieht man bei Wasser vor allen Dingen an der hohen Oberflächenspannung. Wenn ich also eine Büroklammer auf die Wasseroberfläche lege, so geht sie nicht unter. Die Moleküle an der Oberfläche halten stärker zusammen. Sie haben eine hohe Kohäsion. Genauso können Wasserläufe, wie der Name schon sagt, über Wasser laufen. Zur Kohäsion kommt noch die Adhäsion. Diese ist beim Wasser ebenfalls sehr hoch und sorgt dafür, dass nach dem Regen die Wassertropfen am Blatt hängen bleiben.
Die Kohäsion hält den Tropfen zusammen und die Adhäsion hält den Tropfen am Blatt. Kohäsion und Adhäsion lassen Wasser sogar bergauf fließen. Um das zu beweisen, braucht man nur zwei Wassergläser und einen Strohhalm. Die Wassermoleküle werden von den Molekülen des Halms angezogen. Diese Anziehung ist stärker als die zwischen den Molekülen selbst. Deshalb steigen sie nach oben. So kann Wasser auch in hohe Baumwipfel transportiert werden. Doch auch die Bindungen des Wassers können getrennt werden. Mische ich einen hydrophilen, also wasserliebenden Stoff mit Wasser, so lösen sich die atomaren Bindungen des Wassers auf. Gebe ich jetzt also meinen Teebeutel ins Wasser, verbindet sich das Wasser mit dem Tee. Wasser kann mehr Stoffe lösen als alle anderen Lösemittel zusammen. Deshalb wird es auch das Universallösemittel genannt. Die Eigenschaft des Wassers, die wir wohl am besten kennen, ist das Eis. Wenn ein Stoff gefriert, zieht er sich normalerweise zusammen. Wasser allerdings breitet sich aus. Eis hat eine geringere Dichte als Wasser. Es schwimmt. Daher friert ein See auch nicht von unten, sondern von oben zu und die Fische können darunter überwintern. Wasser hat also seine ganz eigenen Tricks entwickelt, um das Leben auf der Erde zu unterstützen. Es besiegt Kälte, Schwerkraft und selbst für Menschen bestehen zu mehr als 60% aus Wasser. Neben den vielen positiven Eigenschaften kann Wasser auch negative oder sehr verheerende Auswirkungen haben. Vor gut einem Jahr wurden Magdeburg und Umgebung von der sogenannten zweiten Jahrhundertflut heimgesucht. Feuerwehr, THW und Teile der Bundeswehr waren mit Unterstützung vieler freiwilligen Helfer Tag und Nacht im Einsatz. Es wurden Sandsäcke befüllt und Deiche gebaut, um die Flut zu stoppen. Aber das war gar nicht so einfach. In Magdeburg stand sprichwörtlich das Wasser bis zum Hals. Juni 2014. Pegelstand gerade einmal 84 cm. Die Elbe führt Niedrigwasser. Vor einem Jahr erreichte der Pegelstand unglaubliche 7,47 m. Die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe sind noch immer nicht beseitigt. Angesichts der Dimension der Flut im vergangenen Jahr laufen die Arbeiten natürlich noch. Es laufen auch immer noch Anträge ein von Bürgern, die Geld benötigen, auch von Unternehmen oder landwirtschaftlichen Einrichtungen, die Geld brauchen. Auch die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben Anträge auf Hochwasserhilfe gestellt. Wir als MVB setzen vor allem auf den Hochwasserschutz der Landeshauptstadt Magdeburg durch zum Beispiel neue Deichbauten. Wir können jetzt nicht leider alle Teile des Netzes komplett hochwassersicher bauen. Um Beispiel Hankook zu bleiben, hier müsste man die Bahnanlage um ca. 1,5 Meter erhöhen. Das heißt, die Straßenbahn würde dann auf eine Art Damm fahren. Außer dieser Vorstellung gibt es noch weitere Probleme im Herrenkrug, die die MVB beheben muss. Im Herrenkrug war es so, dass vor allem ein Trafohäuschen zerstört wurde. Das versorgt die Strecke mit Bahnenergie. Das konnten jetzt unsere Mitarbeiter provisorisch wieder herrichten. Hier muss auch noch ein kompletter Ersatzneubau erstellt werden. Wann die Linie 5 wieder in den Herrenkrug fährt, ist noch unklar. Aber seit März fährt die Linie 6 im normalen Takt. Was das größere Problem ist, auch noch, ist die Signalanlage. Wenn jetzt diese Signalanlage wieder ausfallen, dass ja ein eingleisiger Abschnitt ist, wenn da zwei Linien langfahren würden, würde der Fahrplan komplett aus dem Takt geraten. Aus dem Takt geraten ist auch das Herrenkrug Parkhotel. Ganze 9 Monate musste es geschlossen bleiben. Buchungsausfälle und Wasserschäden kosteten 9 Millionen Euro. Das hier ist das Restaurant, so wie es jetzt aussieht. Es ist kaum vorstellbar, dass es einmal so ausgesehen haben soll. Oder eben so. Wir hatten wohl geglaubt, dass 2002 so das Schlimmste ist, was vorkommen kann. Und mit diesem Ausmaß, nee, haben wir auf keinen Fall gerechnet. Obwohl das Parkhotel seit März wieder geöffnet hat, gibt es noch einiges zu tun. Es gibt innerhalb des Hotels schon noch so klitzekleine Mängel, die noch nicht instand gesetzt wurden oder wo noch nachgearbeitet werden muss. Die Grünanlagen rund ums Haus sind überhaupt noch nicht wieder instand gesetzt. Das liegt einfach daran, dass wir den Hochwasserschutz noch bauen wollen und im Zuge dessen sowieso wieder alles zerstören würden. Das heißt, mit den Grünanlagen warten wir noch, bis der Hochwasserschutz fertig gebaut ist. Aber nicht jeder kann sich einen Privatdamm bauen. Und damit genau das nicht nötig wird, schaltet sich das Land Sachsen-Anhalt ein. 500 Millionen Euro werden in die Dienmodernisierung der Dämme investiert. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre. Bis 2020 wollen wir
sämtliche 1300 Kilometer so haben, wie es heutzutage angesagt ist. Bis dahin drücken wir jedem die Daumen, dass es keine dritte Jahrhundertflut gibt. Denn es gibt noch Schwachstellen. Zur Zeit des Hochwassers hatten vor allem die Bootsbesitzer Glück, denn Boote schwimmen ja bekanntlicherweise auf der Wasseroberfläche. Trotzdem wurden die meisten evakuiert und in Randgebiete der Elbe verfrachtet. Für die Bootsanlegestellen war allerdings Land unter. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Booten. Es gibt die großen und die kleinen, die Tretboote, die Paddelboote und auch die Gummiboote, mit denen man im Sommer auf dem Wasser fahren kann. Aber für mich erfüllt sich dieses Jahr ein Traum, den ich schon von klein auf habe. Endlich ist Sommer und dieses Jahr wird so ein ganz besonderer Sommer, denn ich mache den Sportbootführerschein. Aber leider, wie so oft, vor der Praxis kommt die Theorie, hilft nichts, ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Mit mir drücken insgesamt 25 andere an diesem Wochenende die Schulbank, um all das zu lernen, was auf hoher See wichtig ist. Puh, ganz schön trocken diese Materie. Aber keine Angst, mit der Bojen- und Leuchtfeuerkunde werde ich euch jetzt nicht länger quälen. So, nach der ganzen Theorie qualmt mir ehrlich gesagt ganz schön der Kopf. Ich hoffe mal, dass bei der Praxis ein bisschen Abkühlung kommt. Da ich in diesem Jahr nicht nur Tretboot oder Ruderboot fahren will, sondern mal so ein richtig schnelles Motorboot unter meinen Händen spüren möchte, habe ich mich heute im Winterhafen mit dem Alex von der Bootsschule Deutschland verabredet. Hallo Alex. Hallo Erik. Alex wird es mir ein bisschen leichter machen, den ersten Schritt zu wagen. Und dafür zeigt er mir, wie ich so ein Boot bediene, ohne sofort selber im Wasser zu landen. Man kann schalten, lenken und ein Kompass gibt es zur Navigation mit dazu. So, was muss ich jetzt machen? Ganz klar, erstmal rausfahren. Also nichts wie in den Rückwärtsgang, kurz gelenkt und dann ganz langsam zurück. Lein los bitte! Genau, fangen wir mal nach hinten. Gar nicht so einfach. Das Schöne ist allerdings, habe ich den Führerschein erstmal, ist dieser international gültig, also auch in der Karibik. Und ab geht die wilde Fahrt. Und das einfacher als gedacht. Mit satten 25 PS düse ich übers Wasser. So, was für dich die schönste Motorbootstrecke? Für mich persönlich ist es wirklich hier direkt in Magdeburg an der Elbe entlang. Am schönen am Dom vorbei, unter die Sternbrücke durch. Perfekt. Richtig schnell werde ich allerdings nicht, denn durch die starke Strömung der Elbe muss ich ganz schön gegenlenken, um auf Kurs zu bleiben. Gibt es eigentlich eine Höchstgeschwindigkeit gerade auf der Elbe? Auf der Elbe gibt es keine Höchstgeschwindigkeit. Zum Beispiel aber in Berlin, da darf man nicht mehr als 6 km/h fahren. Also ich könnte quasi in Magdeburg Vollspeed geben und wenn das Boot schnell genug ist, sogar hinten Wasserski heranbasteln. Kannst du machen. Dann geht's auch schon wieder zurück. Für einen Stopp an der Strandbar ist heute leider keine Zeit, denn unsere Stunde ist auch schon um. Die letzte Hürde ist wie beim Autofahren auch noch das Einparken, allerdings diesmal im Yachthafen. Sehr lustig so eine Bootstour, aber natürlich auch sehr wackelig. Und um mir ein solches Schmuckstück irgendwann leisten zu können, muss ich noch ein wenig sparen. Allein die Kursgebühr beträgt zwischen 500 und 700 Euro. Allerdings enthält sie auch 12 Theorie- und 3 Praxisstunden. Also nichts wie an Bord, ihr Landratten. Den Führerschein habe ich ja jetzt fast in der Tasche, aber bevor ich mir die Yacht leisten kann, die ich mir in dem Katalog ausgesucht habe und mein großes Südseeabenteuer startet, muss ich noch eine ganze Weile sparen. Vielleicht fange ich ja morgen damit an und steige auf kostenloses Leitungswasser um. Ja, und solange du sparst und kostenloses Leitungswasser trinkst, kannst du ja vom Strand aus den Booten hinterherwinken. Da hast du sicherlich auch deinen Spaß. Und apropos Strand, Sommerzeit ist Badezeit und wir haben mal ein Team für euch losgeschickt. Die haben nachgeschaut, wo es denn die schönsten Badegewässer in Magdeburg gibt. Das erste Gewässer, was einem bei Magdeburg in den Sinn kommt, ist natürlich die Elbe. An so heißen Tagen wie heute ist es sehr verlockend, einfach reinzuspringen. Aber darf man das überhaupt? Ganz schön steinig hier. Da die Elbe ein Bundesschifffahrtsgewässer ist und an vielen Stellen starke Strömungen hat, ist es nicht erlaubt und wäre auch viel zu gefährlich. Möchte man trotzdem gerne in ihr baden, scheint die alte Elbe eine gute Alternative zu sein. Hier gibt es schon mal einen Sandstrand, aber was ist das? Der Schiffsverkehr ist hier, an dem längsten Flussabschnitt der alten Elbe, unter anderem wegen des Krakauer Wasserfalls, nicht möglich. Und so ganz überzeugend ist das Wasser dann auch nicht. Wir suchen lieber weiter.
Die Umgebung des nächsten Zieles sieht auf den ersten Blick auch nicht besonders einladend aus. Seit 1972 diente der 32 Hektar große Salbker See durch Einrichtung eines Strandbades als Badegewässer. Im Jahr 2003 stellte die Stadt Magdeburg aus Kostengründen die Bewirtschaftung der Badeanstalt ein. Offensichtlich hat sich seit der Verpachtung auch keiner mehr um die Instandhaltung gekümmert. Aber wo ist denn jetzt überhaupt der See? Auf jeden Fall muss er hier in der Nähe sein, denn die Schäden des Hochwassers sind immer noch deutlich sichtbar. Oh, na endlich, da ist er ja. Muss ich doch nicht mehr zurückgehen. Auch wenn es noch einen kleinen nutzbaren Strand gibt, kommt zumindest bei mir hier keine Wohlfühlatmosphäre auf. Aber immerhin scheint das feierwütige Volk Fan von diesem See zu sein, wie unschwer zu erkennen ist. Aber gab es hier nicht noch einen zweiten Salbker See? Leider ist hier Baden verboten, da die Sommerdeiche regelmäßig kontrolliert geflutet werden, um ein Übertreten der Elbe zu verhindern. Hierdurch gelangen viele schädliche Bakterien in das Wasser. Schade. Es wird wohl doch nichts mehr aus meinem Badevergnügen. Obwohl, Moment. Barleber See? See klingt super. Nichts wie hin. Das Naherholungszentrum Barleber See ist im Gegensatz zu den anderen Gewässern nicht kostenlos. Aber die Preise hier kann auch ich als armer Student mir gut leisten. Auf den ersten Eindruck wirkt das Gelände schon mal sehr gepflegt. Im Gegensatz zu den Vorgängern können wir hier gefahrlos barfuß laufen. Neben großzügigen Spielfeldern werden am See zahlreiche Möglichkeiten zum Durstlöschen und Essen angeboten. Vom Grundsatz her sind wir immer bestrebt, so weit wie möglich Sicherheit zu gewähren. 100%ige Sicherheit ist auszuschließen, das ist nicht erreichbar, selbst an der Schwimmhalle nicht. Wobei dort die Überschaubarkeit sicherlich höher ist als an so einem Strandbad. Wir haben hier ein Strandbad von etwa 1,2 Kilometer Länge mit Unterbrechung. Die Abschnitte der Strände, die als solche gekennzeichnet sind, sind drei, beträgt etwa 600 Meter, die wir mit täglich 4 bis 8 Leuten betreuen. Ich finde, der Barleber See ist jeden einzelnen seiner Sterne wert. Insbesondere, weil ich nun endlich mein Ziel erreicht habe und mich abkühlen kann. Ich habe es ja schon immer gewusst, der Barleber See hat nicht nur den schönsten Strand, sondern auch die schönsten studierenden Bademeister. Aber was machst du eigentlich, wenn der Sommer mal nicht so ist wie heute, also keine Sonne scheint und es kalt ist, dann lock dich vielleicht zu Hause die Badewanne. Natürlich kannst du da deinen Riesenwal nicht mit hineinnehmen, aber vielleicht dieses kleine Quietscheentchen. Ja, aber baden zu Hause in der Badewanne, das ist doch die übelste Wasserverschwendung, oder? Das ist eine gute Frage, aber was soll man denn sonst als umweltbewusster Mensch tun? Mann, schon wieder Wasser verschwendet. Doch habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, wie viel wir Deutschen eigentlich an Wasser verbrauchen? Ich glaube, ich schaue mir das mal genauer an. Doch vorher mache ich mich erstmal fertig. Früh am Morgen fängt es ja schon an. Da verbraucht man Wasser beim Zähneputzen, beim Duschengehen, beim Rasieren oder beim morgendlichen Toilettengang. Aber Hygiene ist nun mal Hygiene. Eigentlich unfassbar. Für die Herstellung einer solchen kleinen Tasse Kaffee verbraucht man 140 Liter Wasser. Sowas nennt man übrigens virtuelles Wasser. Es wird nicht direkt von uns verbraucht, aber fließt letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes in die Produkte, die bei uns zu Hause landen. Ihr kennt es vielleicht auch, Kaffee fördert die Verdauung. Naja, aber auch sowas steigert natürlich den Wasserverbrauch im Haushalt.
Oh, meine Pflanzen habe ich ja komplett vergessen. Naja, gieße ich sie mal. Aber sowas hier, das macht eigentlich nur einen sehr geringen Teil unseres Wasserbedarfs aus. Aufs Jahr gerechnet entfällt nämlich mehr als ein Drittel auf unsere Körperpflege samt Baden und Duschen. Nur etwas weniger geht überraschenderweise für die Toilettenspülung drauf. Und das trotz Spartaste. Geschirrspülen, Essen und Trinken machen zusammengerechnet immerhin noch 10% unseres Wasserverbrauchs aus. Übrigens verbraucht man bei einer 10-minütigen Dusche mehr Wasser als bei einem Vollbad. Tja, das war's dann wohl mit meiner halben Stunde in der Dusche. Schade. Jeden Tag wäscht man seine Wäsche ja nicht. Man kann es aber, denn durch so eine Trommel hier fließt viel weniger Wasser, als man denkt. Bei neuen Maschinen gerade einmal bis zu 50 Liter. Da kann ich mich ja jetzt öfter dreckig machen. Doch auf welchen Verbrauchswert kommt man denn nun pro Tag? Seit der Wende sank unser täglicher Wasserbedarf um sage und schreibe 26 Liter. Heute verbraucht ein Durchschnittsdeutscher 121 Liter am Tag. Ein Kilo Kartoffeln verbraucht 160 Liter Wasser, bis es bei mir im Topf landet. Die gleiche Menge an Schweinefleisch hingegen schon bis zu 5000 Litern. Vielleicht sollte ich mir doch mal überlegen, Vegetarier zu werden. Die Chilenen sind zwar im Fußball noch nicht Weltmeister, auch wenn sie den noch Weltmeister Spanien rausgehauen haben, dafür sind sie aber ganz gut im Wasserverbrauch. Im Gegensatz zu Deutschland verbrauchen sie nämlich 6-mal so viel im Jahr. Wisst ihr was? Dem versuche ich jetzt nachzueifern. Ich lasse mir mal ein Bad ein. 140 Liter passen hier rein, in eine Badewanne. Kaum zu glauben, aber pro Tag verbrauchen wir sogar weniger Wasser. Solange das so ist, meinen Experten, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. So, wie angekündigt, kommen wir jetzt zu unserem großen Wasservergleich. Im Hintergrund haben unsere fleißigen Helfer schon mal die Versuchsanordnung aufgebaut. Wir begrüßen zum großen 39 Grad Wassertest Vicky, Annalena und Marisa. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Also, wir haben zur Erklärung drei Wasser, die unterschiedlich teuer sind. Also ein teures, ein billiges und ein mittelteures. Da habt ihr jetzt jeweils drei Gläser und wir möchten euch bitten, das kurz zu verkosten und uns danach kurz zu sagen, wie der Geschmack war. Genau, einfach mal kurz dran nippen Okay. Und uns dann sagen, wonach schmeckt es, gut oder nicht. Okay, ja. Und? Mhm. Ja, das finde ich jetzt sehr gut. Doch, hat keinen Nachgeschmack und ist angenehm. Ja, also das würde ich auch sagen, es hat keinen Nachgeschmack, aber ich persönlich finde es ein bisschen zu fad, deswegen. Ja, der Meinung bin ich auch. Ich finde, es schmeckt tatsächlich nach nichts, also ist okay. Ein bisschen schade. Fad okay. Und kein Nachgeschmack. Gut, wir fangen, machen weiter mit Objekt Nummer 2. Tschüss. Und? Na, ich finde, das schmeckt ein bisschen nach Eisen. Also ich fand das erste besser. Okay. Ja, das hat so einen süßlichen Nachgeschmack, finde ich. Ich fand das besser. Okay. Alles klar. Gut. Und auf zum letzten. Genau, Final Nummer 3. Ja, kann ich jetzt keinen großen Unterschied zum zweiten schmecken eigentlich? Ja, ich finde, es schmeckt auch sehr ähnlich, aber den Nachgeschmack finde ich da sogar noch ein bisschen stärker. Also jetzt im Vergleich fand ich das zweite auch besser. Okay, wir haben ja jetzt quasi ein teures, ein mittelpreisiges und ein ganz billiges Wasser euch zur Verfügung gestellt. Was glaubt ihr, welches war das teure, das vielleicht nicht ganz so teure und das eher preiswertere? Ich würde sogar sagen, das erste war das teuerste. Ja, ja, das war auch gerade mein Gefühl. Ja. Und Okay. Dann wahrscheinlich das mittlere und das billigste. Okay. Perfekt, also wir stellen es mal mit dazu, um es auszulösen. Also man merkt, bei Wasser geht der Geschmack doch ein bisschen auseinander, aber unsere drei Tester haben die Aufgabe mit Bravour gelöst. Aber wenn ihr jetzt quasi nach dem Test, welches Wasser würdet ihr persönlich jetzt kaufen, trinken oder zu eurem Lieblingswasser ernennen? Naja, da der Unterschied nicht so gravierend war, würde ich trotzdem das Billige kaufen. Okay. Ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mich auch fürs Billigste dann entscheiden. Ja, ich mich auch. Und schließlich haben wir ja gelernt, dass die Wasserqualität hervorragend ist. Wir danken euch, dass ihr mitgemacht habt. Gerne. Danke, dass ihr dabei wart. Zum Abschluss unserer Sendung haben wir noch ein echtes Highlight für euch. Wir begrüßen nämlich Tim Gerritz. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Tim.
Letztes Jahr hast du den Publikumspreis beim SWM Song Contest gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Danke. Und jetzt mal ganz ehrlich, bei Musikern ist doch immer die zentrale Frage, was trinkt man denn auf der Bühne? Bier oder Wasser? Na, ich würde sagen, als Rockband, klar, Bier, aber jetzt ich allein, ich trinke meistens Wasser auf der Bühne und das Bier dahinterher dann. Super, da haben wir auch was richtig Gutes für dich, nämlich den 39 Grad Testsieger. Kannst du dir dann schmecken lassen. Dankeschön. Und bevor wir uns jetzt von euch verabschieden in die Sommerpause, möchten wir uns nochmal bedanken. Uns hat es auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Genau, es hat uns viel Spaß gemacht und wir wünschen euch jetzt einfach nur noch einen schönen Sommer. Tschüss. Das ist dein Meer, das ist dein Wind, wenn du ihn lässt. Das ist, wird alles für dich werden. Das ist dein Meer.
würde ich werden. Das ist für dich.